You tell me, why's it gotta be so cold with you? When you're gonna let this whole thing go? You just holding on to things we used to do. When you're gonna open up the door? And why wanna let this hold you down if you don't wanna be held at all? Tell me, why's it gotta be so cold with you? When I wanna give you more, more, more. So, am Ende werden jetzt noch ein paar Informationen kommen. Also wer jetzt nicht noch wenige Informationen hier ist, kann jetzt gerne abschalten. Und zwar habe ich vor, nächste Woche am Samstag einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Das steht aber noch nicht zu 100% fest, aber halt schon zu 90% eher so. Also nächste Woche Samstag, das werde ich aber alles nochmal genau ankündigen, wann denn genau welche Uhrzeit. Und ja, dort wird wahrscheinlich ein 24-Stunden-Stream stattfinden. Und an die Leute, die jetzt unter dem letzten Video geschrieben haben, oh, da ist Werbung drin, wie kann da nur so auf Werbung drin sein, wie traurig oder ähnliches, du bist ja so geldgeil. An die Leute einmal kurze Informationen, mit jeglichen Werbeeinnahmen habe ich vor, mir eine neue Grafikkarte anzuschaffen, weil ich gerade eine GeForce GTX 760er habe, womit das Schneiden und auch die Videoqualität natürlich noch sehr weit unten ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eben geschnitten habe oder sowas, dann ist das schon in dieser 2-Minuten Aufnahme oder in dem 2-Minuten Endergebnis, ich glaube insgesamt 6 oder 7 Mal das Programm abgeschmiert, aber das hat euch ja nicht zu interessieren. Ich meine, es ist ja meine Sache, ob es so oft abschmiert oder nicht. Jedoch kann man auch mit einer besseren Grafikkarte in einer viel höheren Qualität die Videos bringen und es auch mit einer viel höheren Qualität rendern und auch schneller. Das bedeutet, dass die Videos sowohl schneller kommen als auch mit einer besseren Qualität. Also durch die Werbung, die ihr guckt, wird quasi auch noch das Erlebnis besser, da ich dadurch eine neue Grafikkarte finanziere. Es ist nicht so, dass ich mir keine Ahnung was damit mache, sondern das Geld kommt wirklich, oder diese Werbung, die ihr guckt, kommt auch wirklich auf euch zurück, weil ich mir damit vorhabe, eine neue Grafikkarte anzuschaffen, womit natürlich auch eine viel höhere Qualität an den Start gelegt werden kann. Also an die Leute, die meckern, könnt ruhig weiter meckern, aber versteht doch bitte den Hintergrund. Und an die Leute, die beim Top 5 Flips of the Week Format gesagt haben, wie undankbar ich doch wäre, dass ich dir einfach sage, dass die Clips diese Woche nicht gut waren, das ist lediglich meine Meinung. Wenn ich sage, dass die Clips mir diese Woche nicht gefallen haben, dann haben sie mir nicht gefallen. Und das hat nichts mit undankbar zu tun oder abgehoben zu tun, sondern lediglich meine eigene Meinung, dass ich die Clips nicht so vom Skillmäßigen her gut finde. Und ich meine, wieso sollte ich lügen? Sollte ich dann sagen, ja, die Clips sind alle super, wenn ich davon, da waren 2 oder 3 waren da echt gut von, aber dann darf ich doch wohl meine Meinung sagen. Und die Leute, die dann einfach gesagt haben und in die Kommentare geschrieben haben, hey, sei doch dankbar, da schicken dir Leute Clips ein oder ähnliches. Natürlich bin ich dafür dankbar und das kam vielleicht auch ein bisschen falsch rüber. Ich hätte das auch nicht alles wie jetzt zum Beispiel wieder um 3 Uhr abends oder 4 Uhr abends machen sollen. Aber das ist keineswegs undankbar, sondern ich sage lediglich, dass die Clips diese Woche nicht allzu gut waren. Und an die Leute, die das irgendwie nicht verstehen, es ist einfach nur meine Meinung, dass die Clips nicht so gut waren. Und das hat überhaupt nichts mit der Persönlichkeit hinter den Clips zu tun, sondern einfach diese Clips waren vom Skillmäßigen her nicht so gut diese Woche. Und was hat das denn mit undankbar zu tun? Das ist einfach nur meine Meinung.